Sehr geehrte Damen und Herren, Sheikh und ich freuen uns, Sie heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Waschgeräte und den richtigen Anschluss vom Abwasser. Viele von uns kennen den Klassiker schlechthin, HL 400 Waschgeräte Unterputzsiphon. Ich selbst habe ihn früher mehrfach verbaut. Lieber Sheikh, ich habe gehört, da gibt es jetzt was Neues statt dem HL 400. Ja, Cengiz, neu ist der HL 4000.0. Ja. Und zwar unterscheidet sich der hauptsächlich vom HL 400 insofern, dass wir hier ein leeres Ablaufgehäuse haben, welches in der Rohbauphase dann in die Wand verbaut wird. Und erst bei der Komplettierung kann man dann eine passende Siphonkassette einsetzen. Ah, verstehe. Mhm. Und wie schaut das dann aus? Also ich habe den jetzt in der Wand eingebaut. Drüber wurde verputzt, ausgemalt, meistens werden die Fliesen verlegt. Wie gehe ich dann vor? Also da schaut dann dieser Bauschutz wahrscheinlich raus? Genau, der Bauschutz hat sich schon bewährt, auch bei anderen Produkten, so wie beim 400, HL138. Ja. Der Überstand hier wird halt dann Fliesen- bzw. wandbündig abgeschnitten. Mhm. Und somit bleibt dann diese Öffnung in der Wand. Also wenn ich es richtig verstehe, spare ich mir dadurch auch Montagezeit, weil ich es nicht so genau Millimeter einjustieren muss. Ja, und das relativ praktisch auch nicht möglich auf der Baustelle, ne, den genau richtig auf Millimeter genau einzubauen. Stimmt, Thema Bautoleranzen. Mhm. Ja, okay. Genau. Und da drinnen befindet sich jetzt eine Befestigungsschraube und ein Stöpsel, ja. ein Stöpsel, der dafür sorgt, dass eben bei einer bestehenden Abwasseranlage kein schlechter Geruch austreten kann aus dem Ablaufgehäuse. Genau. Mhm. Gut, ja. Und das heißt, jetzt bin ich vor Ort, ich habe den eingebaut, der Fliesenleger ist fertig und ich möchte das Ganze komplettieren und dann meine Waschmaschine zum Beispiel anschließen. Wie gehe ich da vor? Ja, und das ist auch ein wesentlicher Grund, ja. Wieso es den 4000er jetzt gibt. Wir wissen, immer mehr Haushalte haben jetzt zwei Geräte im Einsatz, nicht nur eine Waschmaschine, ja. Sondern Waschmaschine oft und Trockner oder zwei Waschgeräte, also zwei Waschmaschinen. Ja. Und da bedarf es zwei Anschlüsse. Verstehe. Ja, stimmt. Bei den Kondenstrocknern ist oft oder immer ein Kondensanfall und den kann ich meistens an die Abwasserleitung anschließen. Ja. Mhm. So, und beim alten HL400 war es ja so, dass der ein Einzelanschluss war, sozusagen, ja. Und dass man hier hat man hier einen Doppelabzweiger, den Sie, glaube ich, auch alle schon kennen, diesen HL2, diesen Doppelanschluss, den hat man dann verwendet in Kombination mit Waschmaschine und Wäschetrockner. Gut, das heißt, was schließe ich dann beim 4000er an? Ja. 4000er? Man muss auch gleich dazu sagen, dass der HL2 ist von unserer Seite immer nur als auch Problemlöser betrachtet worden. Mhm. Und zwar haben wir jetzt hier beim HL 4000 das insofern verbessert, dass wir bei der Komplettierung dann die passende Siphonkassette dann einsetzen können. Entweder eine Einfach-Siphonkassette, so wie wir sie hier sehen, oder eine Doppelsiphonkassette und der Vorteil liegt hier das ist ein Doppelsiphon mit wirklich zwei hydraulisch getrennten Siphonkammern. Ja. Damit ja eines nicht passieren kann, dass das Abwasser von einem Gerät ins andere Gerät zurückgespült wird. Ah ja, damit vermeide ich auch eventuelle Störfunktionen. Mhm. Genau, also zusätzlich zu dieser hydraulischen Trennung sind hier noch zusätzlich zwei Kugeln eingebaut, ja. Die als Rückflusssicherungen dienen. Sollte aus irgendeinem Grund die Abwasserleitung verstopft sein, die nachstehende, dann würden die Kugeln diesen eben ungewünschten Rückfluss von einem ins andere Gerät verhindern. Verhindern. Und wie schließe ich den jetzt in dieser Box, in meiner Wand eingebauten Box an? Ja, die Komplettierung, also bei der Komplettierung, das ist auch noch vielleicht noch erwähnenswert, in der Rohbauphase habe ich nur den Rohbauteil mit auf der Baustelle. Ja. Das heißt, die ganzen Sichtteile und Komplettierseile können gar nicht verloren gehen. Ja, ich kenne das. Ich habe es früher beim 400er immer mitnehmen müssen, einzeln wieder abpacken und zur Komplettierung noch einmal aus dem Magazin. Ja. Und oft fehlt dann die Hälfte meistens. Ne? Genau, kriegt Füße. Also dieses Problem haben wir bei dem System jetzt nicht mehr, weil wir einfach die Sichtteile nicht mithaben in der Rohbauphase. Ja. Und meistens bis zur Komplettierung dauert es dann bis zu einem Monat oder länger, bis es dann komplettiert wird. Und ja, so. Okay.
abgelenkt, der Bauschutz wird abgelenkt, die Schraube wird herausgedreht, dabei ist, der Stöpsel herausgenommen und die Siphonkassette, die hat hier unten einen kleinen Stutzen mit einer aufgespritzten Dichtung aufgebrachten. Also rutschfest somit. Rutschfest, dicht, der Siphonkörper, die Siphonkassette wird hier eingesetzt. Ja. In die Öffnung hineingedrückt und mit der Schraube da verschraubt und somit gesichert. Super. Und dann? In weiterer Folge haben wir nichts anderes wie beim HL400, wie beim bewährten System, die Abdeckung, die dann aufgesetzt wird. Der 1 Zoll Gewindestutzen wird dann abgelenkt auf die gewünschte Länge und der bekannte HL19 dann für den Anschluss, beziehungsweise zuerst die Mutter, die Befestigungsmutter, die Edelstahlplatte fixiert, an der Wand fixiert. Sehr schön. Und danach, wie gesagt, der HL19. Soweit ich dann erkannt habe, kann ich das auch zum Reinigen, wenn es eventuell einmal verstopft sein sollte, durch Verschlatzungen, Verschmutzungen, leicht entnehmen und auswaschen. Das ist der zusätzliche Vorteil, Benefit im Vergleich zum HL400, ja. Da kann man den wirklich nicht in die Rohrleitung reinigen. Bei diesem System funktioniert es so, beim Herausnehmen der Siphonkassette kommt man dann ins Abflussrohr, mit vollem Querschnitt ins Abflussrohr und kann das mit einer Reinigungsfeder auch reinigen. Ja. So wie man hier sieht. Und zusätzlich noch, wir haben die Rückseite der Siphonkassette mit einer transparent gestaltet. Somit, wenn man die Siphonkassette herausnimmt, sieht man auf der Rückseite, ob Handlungsbedarf ist in Bezug auf Reinigung oder nicht. Sehr schön. Dann vielen Dank, Sheko, für die Erklärungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Uns beiden war es ein Volksfest. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal. Schönen Tag noch. Dankeschön.